Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Nein, das will ich doch gar nicht. Da wollte ich hin. Ja, jetzt haben wir ein bisschen rangiert. Und jetzt wird es Zeit, wieder eine Runde zu drehen. Da hatte ich mir schon einen rausgesucht. Da muss ich erstmal gucken, welcher das ist. Nein. 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 Nein, muss ihn erstmal wieder finden. Nein. Nein. Da ist er. Den fahren wir jetzt hoch. Nach. Und zwar. Hier, FM. Jawohl. Da sind wir auch schon ein paar Mal durchgefahren. So, und D5S, das weiß ich auch, wo das ist. Brauche ich auch gar nicht großartig überlegen. Wir haben ja genug rangiert und ne? Hier so ein paar Sprünge. Hui. Schneller geht. Da haben wir sie. Sehr seltsam. Naja, gut. Die Sonne scheint von hinten durchs Auge. Wenn das so ist, dann ist es halt so. So, in hier. Also, da war ja irgendwas. War die Klappe auf. Ah, sehr Licht. Das können wir ausmachen. Da brauchen wir nicht. Bremse lösen. Und den Riemen auf Ohr schmeißen. So, das heißt, jetzt müssen wir 0 über die Drehscheibe rum und dann hinten rück nach ja, D5S. Kann ich so schnell hier drüber fahren? Sicher, sicher. So, wo ich mir Sorgen mache, ist der Berg, aber ich glaube, da komme ich hoch. So schwer war das doch nicht. Andersrum. Licht können wir auf Rangieren stellen. So lange. Und dann, wir werden mal gucken, dass wir mal irgendwo hinfahren, wo wir noch nicht waren. Also mal neue Gegenden ausprobieren. Auf die Weichen achten. Ist okay. Da hinten ist falsch, ja. Kein Problem. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch meinen Monitor geputzt. Warum sind denn da Flecken drauf? Ah, das ist ja von der Scheibe her. Ja, so ist es halt, ne? Bremsen. Weichen, das ist ja immer.
Kriegt man nicht sofort. So. Jawohl. Ist es. Hab ich doch erwischt. Und zwar D ist das Gleis, wo wir immer B und N laden. Und da stand ja auch der Güterzug. Da kann ich mich noch dran erinnern. Und da werden wir jetzt mal hingeiern. Und dann... Oh, da hinten, die ist falsch. Ja, jetzt ist es richtig. Die sind auch falsch. So, müssen wir mal ein bisschen bremsen. Sind einfach zu schnell. Solche und solche. Da ist jetzt guter Zug. So auch, okay. Das wollte ich nämlich, da ist mir nämlich noch eingefallen, das wollte ich nämlich noch ausprobieren, ob das auch funktioniert, wenn ich hier direkt über die Tasten gehe. Oder ob das nur mit dem, quasi mit dem hier geht. Das scheint auch hiermit zu funktionieren. Ja. Langsam. Ja, würde ich sagen. Den ganzen Zug festmachen. Ja. Hier runter. Wo ist er denn? Da ist er hebisch. Da ist der Haken. Oh. Okay, dann müssen wir noch irgendwo eine Brille. Ja, da. Oh, schon beim ersten. Sehr schön. So. Und noch die Wagen eben. Das ist der 448. Ah, das ist unten der letzte. Dann müsste der 954 hinten sein. Sind 2, 4, 6, 18, 12, 14, 16 Wagen. 1, 2. Fünf. Sechs. Sieben. Ja, zählen kann ich, ne? 8. Wenn 16. So, das müsste dann die Nummer 954. 954 ist oben der dunkle mit der grünen Tür. Okay, dann hätten wir alle Wagen zusammen. Das wäre dann schon mein Zug. Hopp, hopp. Ups. Einsteigen, Tür zu. Ruhe hier. Jetzt vorne Licht einschalten. My Family brauchen wir nicht. Das schalten wir auf rückwärtige Licht. Ja, ist Licht an. Helles Licht. Sehr gut. Kannst du auch vorwärts Ecke stellen. Jo. Hält man dann doch, ne? Kommen sie los.
Und auf geht's. Da werde ich jetzt aber, weil wir ja, zeige ich das? Dieses Stückchen hier unten, das ist sehr steil. Also das heißt, ich werde schon direkt versuchen, richtig mit Schwung da hochzukommen. Ob ich schaffe, weiß ich nicht, aber wir versuchen es. Deshalb werde ich auch schon ein bisschen mehr Gas geben. Direkt Stufe 3. Dann können wir direkt damit anständig Schwung hochdonnern. So, ich hoffe, der Ton ist jetzt mittlerweile okay. Wenn nicht, schreibt es einfach in die Kommentare. Dann ändern wir was. Ja, ich habe immer so die Befürchtung, dass das dann zu laut ist und mehr stört, als es. Ja, ich weiß jetzt nicht den Unterschied zwischen dem roten und dem grauen Zeiger. Also da bin ich noch nicht drauf gekommen. Was ist? Ich glaube, der rote ist Getriebe, Drehzahl und das andere ist Motordrehzahl. Weil wenn man. Da werdet ihr gleich sehen. Wenn wir da hinten rüber kommen. Nein, den wollte ich nicht, den wollte ich. Ist doch schön der Zug. Schöner Zug. Schöne Länge. Ja, so stelle ich mir auch die Züge auf der Modellbahn vor. Okay, wir müssen jetzt hier ein bisschen drauf achten. Weil es jetzt geht jetzt bergauf. Die Temperatur, ja, geht auch noch. Hält sich in Grenzen. Geben wir noch ein bisschen Gas. Ihr seht, wir werden langsamer und hier der rote Zeiger geht auch runter. Der graue, wenn man langsamer wird, geht er auch langsam ein bisschen runter. Ist okay, weil die Motordrehzahl geht ja im Keller. Aber es ist doch mal ein herrliches Bild. He? Richtig toll. Wir müssen ganz schön kämpfen hier den Berg hoch. Lieber Scholli. Ich muss mal ein bisschen die Zahlen hier weiter beobachten.
Ja, Geschwindigkeit nimmt ab und die Getriebedrehzahl. Jetzt geht die Motordrehzahl hoch. Konnte man jetzt sehr schön sehen. Warum auch immer, ich weiß es nicht. So ganz blicke ich da noch nicht durch. Ach so, da kam eine Weiche, ne? Da kam jetzt irgendwo eine Weiche. Ja, die steht richtig. Okay. Wie ist es denn anschließend? Oder zeigt er mir nicht an? Doch, da. Gerade. Oh ja, es geht auch richtig berghoch hier. So ein bisschen durch den Tunnel. Dann. Oh ja. Ja, geht aber noch. Aufmachen, damit man es hört. Nö, auch nicht wirklich. Gut, wenn es ja wieder zu. Ist leiser. Heute geht aber. Mal gucken. Ja, jetzt haben wir noch ein Stückchen vor uns. Den Fluss entlang. Hat richtig gesehen, da war da eine Brücke. Oder irgendwas. Momentan können wir uns so halten. Temperatur sieht gut aus. Geschwindigkeit, ja gut, knappe 30. Können wir mit leben. Also es ist doch eine Brücke. So, habe ich doch richtig geahnt. Da ist ein Schild, da muss ich mal eben gucken. 0,5% Steigung. Das heißt, wir werden gleich ein bisschen schneller werden. Oh, der geht auch recht hoch. Fast 80 Grad. Weiß nicht, wie das bei der Lok ist, aber normalerweise an 100 können wir ruhig haben. Bei dem Auto hast du auch so knappe 100. Zwischen 95 und 98 Grad haben die Autos immer. Auf jeden Fall wird das schon mal eine schöne Strecke. Sieht ja mal herrlich aus. Ne? Kann man ja nichts zu sagen.
So gut. 50? 50 dürfen wir, haben wir noch lange nicht. Da ist 50. Oder? Nee. Da. Und nicht da, sondern da. Hinter der großen 40. Ja gut, bremsen müssen ja, sonst wird der ja blinken. Weil die jetzt ein bisschen. Ja, fängt sofort an zu blinken. Einschränkungen haben wir nicht. So 16 Wagen ist doch schon mal was. Ja gut, das ist jetzt ein Leerzug. Aber immerhin, ne? Da geht nicht. Geht nur hier. Ja gut, 320 Tonnen sind 320 Tonnen. Und dann müssen wir B3S. Ja, das sehen wir dann noch. Also das heißt geradeaus, egal von welcher Seite wir jetzt reinkommen. Zu weit. Wir müssen von Nordosten kommen. Mal zwischendurch mal gucken hier. Von Nordosten kommen. B3S wäre dann die erste rechts. Nee, die erste links. Nordosten ist unten. Wäre dann die erste links. Aber sehen wir dann. Wir genießen einfach die Landschaft. Ja, ist einfach mal schön gemacht. Weiß ich nicht, so authentisch, so nicht so. Aha. Jetzt gehen wir. Können wir ein bisschen Gas rausnehmen. Denke ich mal. Mal gucken, wann die Weiche kommt. Mal gucken. Oh, müsste jetzt gleich da sein. Ja, ist sogar richtig. Mehr. 1,1, da können wir gleich Gas geben. Weiter beschleunigen lassen. Ja, wirklich. Ich bin mal gespannt auf die ganz große Lok. Wie die dann zieht. Ob die wirklich so viel. Ich denke schon, ja. Wird schon ein Riesenunterschied sein gegenüber das, was wir jetzt haben. Und dann geht es nur einfach geradeaus. Okay. Die ganze Zeit geradeaus. Und immer rechts halten. Oh, it tripled. Oh, das Knistern hört man. Scheiße. Das ist doch gar nicht so laut. Wundert mich jetzt eigentlich. Also entschuldigt.
Oder ganz hinten müssen wir lang, sehe ich gerade. Da oben. Dann da oben lang. Bremse war so, ne? Jetzt bergab. Und wir hatten es genau bei 40, ne? Fahr mal ein bisschen ab, ich glaube, wir müssen Gas geben. Sehr schön. Ach, war herrlich. Ach, guck, hier ist ein See. Es regnet ein wenig, das heißt, die Schienen könnten klebrig sein. Oh, wir können sogar Gas geben. War ein bisschen schneller fahren. Guck mal, halt, den wollte ich gar nicht gucken. Den wollte ich gucken. Aber wir haben noch ein ganzes Stück. Oh, 120. So, dann lass mal laufen. Ne? Dann lass mal laufen, die Karre. Das mit den Bäumen haben die gut gelöst, dass sie sich so. Es sieht so aus, als wenn die sich wegknicken. Na, es wird schon wieder. Die Geschwindigkeit geht schon wieder runter. Warum auch immer. Ah, da kommt jetzt gleich was. Gas weg. Bremse bereit halten. Ob da jetzt eine Weiche ist, weiß ich nicht. Könnte. Ich bremse uns mal ein bisschen. Nochmal Ecke gucken. Das ist keine Weiche. Doch, ist schon eine Weiche, aber halt eben keine, die wir umstellen müssen.
Okay, dann ist der Plan richtig. So, die nächste müsste dann genauso sein. So, wieder Gas geben. Auf 50 beschleunigen. Außen auch. Schade, dass wir so ein bisschen schlechtes Wetter haben. Kann man leider nicht so gut. Da brauchen wir auch keine Weiche legen. Das sieht auch sehr gut aus. Okay. Na gut, ne? Wir haben Helikopter hinterher fliegen. Oder noch ein bisschen mehr Gas geben. Prozent Gefälle. Können wir Gas raus. Hier von alleine schnell. Eins Komma eins. Oh ja. Jetzt geht's gut ab. So, wir müssen aber nachher irgendwo links abbiegen. Genau. Aufpassen, dass wir nicht zu so schnell werden. Geht schon los. Bremsen. Dass wir nicht zu schnell sind. Die Weiche erwischen. Da ist die Weiche. Ah ja. Oh, da kommt man gut an. Meine Hand nehmen. Genau, deshalb. Hat gepasst. Da dürfen wir fahren. 50, ja. 40 haben wir. Anpassen. Und wir haben Gefälle. Das heißt, Bremse kann ruhig drin bleiben. Ja, wir sind gleich da. Und da muss ich mal gucken. Ach, da ist wieder dieses Stück, der geht hier so stark berghoch. Das ist richtig, ne? Ja, genau. Wir wollen ja nicht da oben hochfahren, genau. Die müsste auch richtig sein. Weiß ich jetzt gar nicht. Ja, eigentlich schon. Ja, genau. Oh, da muss ich jetzt mal anhalten, weil ich muss gucken, wo ich hin muss. So, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Stopp, 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 stopp.
Wir müssen auf 3S, ne? War doch richtig, da ist 3S. Das wäre ja, da müssen wir das so von hinten reindrücken. Oder? B3S, genau. Dann müssen wir den Zug aber von hinten reinschieben. Okay. Erstmal warten, bis die Bremse auf ist, weil jetzt können wir Gas geben. Ah ja, jetzt funktioniert es auch. Er lädt. Mit unserem Apparat hier mal arbeiten gleich. Ja, und ich denke, hier gibt es wieder jede Menge zum Rangieren. Ja gut, Rangieren ist immer ja eine der Sachen, wo man Geld, gut Geld verdient. Ich denke mal, wenn wir die andere Lok haben, können wir auch ein bisschen mehr rumfahren und die Gegend achten, also die Strecken angucken und haben dann mehr von. Ansonsten gucken wir einfach mal. Wenn wir irgendwo einen günstigen Zug haben, den wir fahren können, können wir den natürlich auch nehmen. Es soll ja nicht daran liegen. Hier können wir dann auch aussteigen. Wird aber sehr eng für den ganzen Zug hier. Lieber Scholli. Na, ist egal. Klappern von dem Wagen ist, finde ich so. So, dann kannst du mal halten. Welche stimmt ja? Jetzt mal einmal gucken. B3S, alles klar. So, was wir jetzt machen ist rückwärts. Groß, das dauert jetzt einen Moment. Und dann hüpfe ich mal hier auf den Puffer und fahre einfach mit. Die hänge ich dann zusammen, weil es dann einfacher zu fahren ist.
Josh knacken. Komm mal da oben hoch. Und zwar. So, noch besser. Ach, da können wir schön gucken. Man muss gucken, wo dieses. Ah, da ist er. Oh, da ist ja praktisch. Haben wir ja gleich vor der Nase. So, war ich auch richtig. B3S. Hier ist Durchgangskreis. 5 Osten. Ach, Süden, Osten. Das sind alles nur solche Wagen, ne? So, die müssen jetzt eigentlich zusammen sein. Und natürlich nicht. Doch, können wir gucken. Können auch rausfallen. Aua! Hilfe! Dann. Ein Stückchen noch. Das war's dann. Da gab es jetzt so viel Geld für. Ja gut. Habe ich nichts dagegen. Absolut nicht. Kann ich zu schnell machen. Oh, merkt, das sind schon eine ganze Menge Wagen. Jetzt muss ich doch ein bisschen drücken. Hier müssen wir anhaben. Geht das so? Ein Stück. Drei. Das ist reichen zum Halten. So. Ersten Wagen abkuppeln. Zack. Damit haben wir die Lok abgekuppelt. So, lass mal so stehen. Lass mal die ganze Sache stehen und dann sehen wir mal.
Ein Rangierer. Damit er nicht im Nassen sitzt. So, dann gucken wir mal, ob alles richtig war. Hinten sehr weit aus, ne? So. Hi, auch gar keiner da. Hier pennen. So. Hier kann man nicht schlafen. Okay. So wissen. Gut, dann. Wir haben Geld gekriegt. 35.000. Plus 11.000. Okay. Was denn belohnt? So. Was haben wir denn hier? Rangieren. Okay. Lebensmittel und Stadt. Lebensmittel und Stadt. Lebensmittel und Stadt. So, 136 Tonnen. 99 Tonnen. 400 Tonnen. Der ist zu schwer. Also 99 Tonnen schaffen wir. 236 Tonnen. Das weiß ich nicht. Rangieren und 4000 rangieren. Wir könnten beide nehmen. Aber wir könnten jetzt auch erstmal. Feier machen. Damit ihr. Mal gucken, alte Schätzke. Damit ihr mal Pause habt. Ja? Dann machen wir das erstmal so. Und rangieren in der nächsten Folge. Dann nehmen wir beide Rangieraufträge und gucken dann, was wir fahren. Dann schauen wir mal. Also dann, bis dahin. Oh ne, warte mal eben. Mal gucken. Was ist ein Portemonnaie da? 137. Ja, ja, gut, okay. Ich muss ja noch für Reparatur bezahlen, aber das kann ich erst beim nächsten bezahlen. Oder ich muss das hier im Automat machen. Uah. Dann wird es wieder teuer. Egal, wir machen jetzt erstmal hier eine Pause für euch und in der nächsten Folge rangieren wir uns das mal zu. Gut, irgendwo muss ich ja Geld verdienen. Also gut, bis dahin, einmal abspeichern. Da ist er. Muss ich mal in den Optionen mal eben was einstellen. So. Das. Grafik, Steuerung. Spiel. Autosave, 5 Minuten. 6, 7, 8, 9. Alle 10 Minuten reicht, denke ich mal, ne? Mal nach 5 Minuten. Was ist denn, wenn ich auf andere Stelle 60? Ah, okay. Dann zoomt er mehr. Okay, jetzt weiß ich, was das ist. Nein. Den wollten wir gar nicht. Dann haben wir diesen Zoom. Dann haben wir so eine. Er zoomt dann weiter raus, genau. So, dann danke fürs Zuschauen und ja, bis demnächst würde ich sagen. Macht es gut und macht nichts, was ich dich auch machen würde. Bis dahin, bye bye, danke fürs Zuschauen.